Das Flow-Modul ist ein voll integriertes Aggregat, gleiche Antriebstechnik, gleiche Steuerungskomponenten. Wir haben nur ein Bedienpanel und natürlich ist es integriert im Gesamtsystem, also von der Bilderkennung, den Pick-and-Place-Robotern, bis das Produkt dann letztendlich im Schlauchbeutel versiegelt ist. Heute auf dem Markt gibt es, sagen wir, zum Großteil konventionelle Schlauchbeutelsysteme. Das heißt, Produkte werden mechanisch über Schikanen, über Austragebänder zugeführt. Was wir hier machen, bietet unseren Kunden viel mehr Flexibilität. Das heißt, das, was er mit dieser Maschine machen kann, da bräuchte er in vielen Beispielen zwei, drei, vielleicht sogar vier andere Systeme, wenn er eben nicht diese Flexibilität hätte, die wir mit dem System bieten. 3D-Scanner ist voll integriert und hat, sagen wir, mehr als seine Berechtigung. Denn wenn Produkte nicht der geforderten Qualität entsprechen, dann verursachen sie in konventionellen Zuführsystemen Störungen. Bei uns nicht, weil bei uns werden sie als schlecht erkannt und einfach nicht verarbeitet. Jedes Produkt, was in den Schlauchbeutel muss, das können wir verpacken. Wobei ich denke, dass Süßwaren, Lebensmittel, das werden die Bereiche sein, wo wir am meisten Systeme liefern werden. Wir sprechen hier von einer Technik, die schaltschranklos ist, also voll integriert in die TLM-Welt von Verpackungsmaschinen. Und wir haben viele Features drin, die Sie momentan nicht finden können. Also wir sprechen generell von Bilderkennung, von Qualitätskontrolle, von Pick-and-Place-Roboter, die im Zusammenspiel mit dem Flow-Modul kommunizieren. Wir sprechen von automatischen Rollenwechsel, wir sprechen von automatischen Kettenmitnehmerwechsel, also Flexibilität größer wie alles, sagen wir mal, was Sie momentan am Markt finden. Das heißt, wenn der Kunde unterschiedliche Produkte hat, unterschiedliche Produktformationen braucht, wenn er wahlweise sagt, er hat einen Single-Flow-Pack, Multi-Flow-Pack, oder wenn er auch sagt, ich möchte das Produkt nicht nur in den Flow-Pack, sondern zuerst in einen Tray legen oder zuerst in einen Karton-Tray legen und dann in den Schlauchbeutel. Das alles geht mit dem einen Flow-Modul, das wir hier vorstellen.